Gegen Dancing Duelist. Partie läuft, wir sind schwarz. Also ich habe den ersten Namen. Ich glaube, die oberen Challenges sind die, die am längsten sind, oder? Nee, das ist Brandon. Okay. Aber das wird, den habe ich zumindest vorher schon gesehen, oder? Sie. Ist ein R, sogar ein Mod. Ich sage jetzt mal Bauer. Okay, also du magst das, ja? E5 eigentlich nicht so sehr. Ich spiele. Ich sp Weder C5 noch nee, E5. ich spiele nur noch Karo Kann. Ich spiele nichts. Springer. Einziger österreichischer Großmeister, der jemals mehr als 2-6 hatte, sagt Roland. Ist er? Ist das, stimmt das? Das stimmt, Bauer, ja. Bauer. Krass. Also mit Abstand, Bauer, Bauer. Mit Abstand der stärkste Spieler aus Österreich. Wer wäre den stärksten Spieler Österreichs in der Geschichte? Springer? Ja. Das Oh ist ja cool. Mann, wie geht denn das? Oh nee. Ich sag mal. Droht der auf E4 zu nehmen? Ich vermute mal. Ich kenne es aber nicht. Sag mal Springer, ich habe keine Ahnung. Ich kenne das nicht. Kann man da nehmen? Ja, ist der Springer C3 ist der Hauptzug, ja. Echt? Ja, klar, der hing ja auch. Aber jetzt, Freunde, ich sag mal Springer. Ich Das ist glaube. eine angenehme Stellung für die Hand, weil man wenig entscheiden muss. Ja. Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, ich habe schon mal hier Bauer analysiert, aber ich sag mal nicht Bauer, ich sag. Nee, ich sag Bauer. Ich meine, ich habe das mal analysiert. Aber kann natürlich auch völlig falsch sein. Gonny Special Variante. Habe ich Dancing beigebracht? Alter Lachs, was ist das Ich habe denn? gewusst, bei dem Bauern wolltest G6. Nee, nee, nee. F6, A6. A6. D4. Ja, du hast H5 gespielt, dann machen wir jetzt mal Läufer. Sieht natürlich ein bisschen krumm aus, wenn ich ehrlich bin. Ja, das stimmt. Aber Aber gut. mal rausgegangen mit dem Läufer. Wo Ich ich weiß nicht, hier. A6. Wo ich hier wir jetzt denn hin, mein Lieber? Du hast A6. Ich meine mal, ich hätte das mal analysiert. Okay. Nehmen und dann Springer E2 oder Dame G3 und dann irgendwie kein Schimmer. Ja, werden wir schon was finden, wo wir hinrutschen, oder? Dame Also, G3 Alpha sagt Zero Gulli. macht immer H5. Wer? Aber Wer? Alpha Zero. Alpha Zero. Läufer. So. Mal schauen. Mal schauen. Na, eh. Na komm. Ja. Bum, bum. Ja, was machen wir denn, wenn er den macht? Ah. Ja, und jetzt? Scheiße. Was ist denn deine Idee hier, verdammte Hacke? Weil ich bin die Hand, was brauche ich für eine Ideen habe. Ah. Dame. Jubei, da musst du in den Einstellungen schauen. Du hast wahrscheinlich irgendwas Falsches eingestellt. Dass du im Zen-Modus spielst oder im Blindschachmodus. Blindschachmodus. Kann man spielen auf Leeches. Total geil. Okay. Kannst du ausschalten, dass du irgendwas siehst. Das ist cool. Habe ich mal gemacht. Bullet gegen einen Schüler. Okay. Der hat mich total zerstört. Der war viel jünger als ich und war viel, viel schneller. Woher kennen wir Ja. uns? Ja, stimmt. Woher kennen wir uns eigentlich? Kommen wir gleich noch zu. Weißt du, wann wir uns das erste Mal gesehen haben? Ich weiß nicht, haben wir uns vor der Bundesliga-Partie gesehen? Das ist eine gute Frage jetzt. Ich weiß nicht, ob es geht, aber. Uff, sag mal, Bauer. In Griechenland mal bei einer Meisterschaft, aber ich weiß nicht, ob das vorher war oder ob wir uns jetzt in der Bundesliga gesehen haben. Ja, das kann ich mir erinnern. Das ist irgendwie, Ja, ja. da waren wir mal abends was trinken bei irgendeinem Turnier bei einer griechischen Meisterschaft. Ja, Das aber ich ist. glaube, da mal schon davor gekannt, weil ich kann mich da an Unterhaltung erinnern und ich weiß nicht, ich bin
für so Sprachen, was keine besondere Begabung und höre da auch nicht so viele Sachen raus, aber es ist darum gegangen. Du hast mich gefragt, für welchen Verein ich spiele. Okay. Und ich sage Corylados. Ah! Okay, dann habe ich mich kaputt gelacht wahrscheinlich. Dame. Na, überhaupt nicht. Nee? Du hast nachgefragt, so ungefähr für welchen Verein, ja? Ja. Und griechische Liga sind 32 Vereine und ich meine, selbst wenn man den Namen falsch ausspricht, hätte ich gedacht, sollte man trotzdem noch ungefähr wissen, um was es geht. Ja. Und du hast aber dreimal hast du mir sagen lassen Ja. und hast es nicht verstanden und dann beim dritten Mal hast du verstanden und gesagt, ah, Korylados. Und ich habe keinen Unterschied so ungefähr gehört zwischen, was ich gesagt habe und was du gesagt hast. Ich komme gleich nochmal zu. Ich sag jetzt mal, zack, zack, zack. Ich muss Bauer sagen, sonst ist es hier schon verloren für mich. Der Verein wird Corydalos ausgesprochen, Leute. Corydalos. Corydalos. Total geil. Stimmt. Und der Witz ist, die griechischen Vereine haben so ganz komische Kürzel, so wie FC in Deutschland oder keine Ahnung, irgendwie. Na? So, und ich weiß nie, was diese Kürzel bedeuten haben in Griechenland. Na, für den Verein habe ich einige Jahre gespielt. Ja. Ja, okay. War eine coole Mannschaft. Ja, Griechenland war immer geil, ne? So eine Woche in der Sonne, wobei es war zu heiß, Bauer. Es war Ja, echt, vor es ist allem echt auch zu die Mischung heiß. irgendwie, weil es ja dann doch viele Jugendspieler das Damenbrett und so gegeben hat, war eine Ja, sehr das ist schön. familiäre Atmosphäre. Ja. Da war super Atmosphäre, aber man muss sagen, es ist immer zu heiß, ne? Im Juli in Griechenland. Find's nicht. Also ich hab da keinen Bock mehr drauf, irgendwie. Wirklich? König? Ja. Offensichtlich haben wir eine andere Meinung. Was denn, Und ja? jetzt gefallen, ja, okay. Also Mir hat immer gefallen, ja, ja. aber es ist auch schon länger her, dass ich dort war. Ich weiß noch, Robert Ries, der IEM aus Holland, ne? Mit dem haben wir damals auch ein Bierchen getrunken. Und das war so geil, der meint, der wäre jetzt einen Monat in Griechenland, spielt noch Turniere. Und das Einzige, was er eingepackt hätte, wären irgendwie 40 weiße T-Shirts, war das. Das war so geil. 40 weiße T-Shirts. Und sonst nichts. Für jeden Tag eins, meinte er. So, der Läufer hängt. Was machen wir denn? Mann, der Dancing Duelist hier. Ja, aber wir stehen nicht ganz ordentlich, ja? Ja, aber ordentlich reicht mir nicht. Zum Na Beispiel, das ist gut. eine Grundsatzentscheidung hier, ne, auch, ne? Ich sag mal Läufer. Ich möchte ihn eigentlich nicht tauschen, Sabine. Scheiße. Also tauschen Da war dann. ich mir nicht sicher. Da war ich mir halt nicht sicher, ob das okay ist. Ich weiß nicht, ich habe gedacht, wir haben nicht so viele Probleme und tauschen können wir später noch. Aber ja, klar, wird da auch schon eine Einfrage kommen. Hättest du ja Turm gemacht? Ich hab gedacht, vielleicht um D8 und dann wollte ich meinen Läufer über D8 im Notfall den C7 decken und den Ja. Läufer einfach für später am Brett lassen. Okay. Unser Aber F6-Bau ist eigentlich auch nicht schlecht. ja, Der der. kontrolliert der wichtige Felder für den Springer und der Läufer auf D8 deckt dann zwei gute Bauern. Und jetzt, ja, jetzt kommen wir gleich hier, Aber ich glaube, Leute. Läufer D6 wäre sehr okay gewesen, ne? Der TBG immer nur abtauschen, sagt der Vollprofi. Nö, ich habe Läufer gesagt. Ich habe nicht gesagt, tausch den Läufer. Oh, da kriegt er Angst jetzt. Sag mal, Turm jetzt. Jetzt Turm ist einfach für mich. Da muss er natürlich entscheiden, welchen Turm und wohin. Jetzt komm. Na sicher, jetzt wird Jetzt such mal hier den König. Attacke. Vor allem, jetzt geht auch wieder Läufer, ey. Ja, und vor allem an die. Okay, die offene Linie natürlich zum E8 ist sicher ein guter Zug, aber praktisch vielleicht noch ein bisschen schwieriger, wenn wir da gleich was tun. Nee, Turm E8 wollte ich auch nicht. Turm G8. Klar, hier. Chat. Ah, ich habe schon Turm E8 überlegt gehabt. Jetzt, so im ersten Moment wollte du mir acht machen. Dame, okay. Hängt da was? Nein, es droht nichts. Machen wir mal Turm. Wollen Spaß haben. Sicherheitshalber auf Weiß verdoppeln. Charlie, Ja. danke dir. Er macht den, ja, ich weiß, ich weiß. Was machen wir denn jetzt hier? Zack, zack, zack. Ist wahrscheinlich zu Spekulatius, ne?
Machen wir nicht. Ja, Läufer, geht nicht anders. Er zieht ihn ganz zurück. Okay, nicht nach F5, weil Springer E5 ihn vielleicht gestört hat. Hier steht er sicher. Ja, und Dame F4, ich gedacht, da kann schon das eine oder andere Tempo kommen, aber natürlich hätte Läufer E4 gehabt, das wäre ein Pluspunkt gewesen. Okay, der F6 hängt jetzt hier. Machen wir erstmal Turm. Muss ja schauen, dass man nicht auf Zeit verlieren will. Er hat keine Zeit mehr. Ja, aber wir haben ja 56 Sekunden. Ja, ich hab die Zeit, gucke ich gar nicht die ganze Zeit. Turm? Nee, doch, Turm, ja. Ist gar nicht so leicht hier. Dame. Dame, oder? Warte. Ja, mach, mach. Ich hab's gesagt. Einfach mal einen Bauern klauen. Läufer. Sind wir überhaupt im Clown? Jetzt aufgeben. Jetzt hat er es in Zeiten. Aber eine gute Partie von Dancing Duelist. Das war wirklich ordentlich. Ja, was war da? Das war am Ende erst, ne? Dass er es eingestellt hat vorher. Hm? Früher war es. War interessant, ja. Thank you.